Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Adventskalender. Wie gesagt, ich habe ja angedroht, dass ich noch ein paar habe. Der hier ist von Engelbert und Strauß. Ich wusste gar nicht, dass sie welche haben. Bin durch Zufall im Internet drauf gestoßen und habe mir gedacht, okay, den, ja, da habe ich Bock drauf, den mal zu testen und zu gucken, was da drin ist. Schaut euch auch gerne meine letzten Videos an, da waren auch schon mal ein paar Adventskalender dabei. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal hier rein. Auch hier wieder, ja, erstmal eine Umverpackung, die packen wir mal weg. So, optisch, so, schick, kann man aufklappen. Oh, jetzt muss ich ja so Glück gehabt. Hier viele kleine einzelne Pakete bei. Und hier oben, das ist so ein großes. Da kann man hier dann an der Seite aufmachen, das gucken wir gleich mal. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal mit dem Auspacken. Ich bin ganz gespannt. So, dann starten wir mal. Auch hier die 24 lassen wir uns wieder bis zum Schluss. Und wie gesagt, hier ist ja auch noch was drin, das mache ich auch am Ende auf. So, starten wir aber erstmal mit der Nummer 1. Ein Zollstock. Finde ich cool, die kleine Abmaße. Ja, kann man immer mal gebrauchen. Zollstock sowieso immer. Meine gehen auch immer relativ schnell kaputt. Ja, aber die Größe finde ich halt super. So, Karton beiseite. So, dann gehen wir das mal hintereinander durch hier. Ah, okay. Auch hier wieder Bits. Hier sind zwei mit drin. Gucken wir mal, welche Sammlung wir hier zusammenkriegen. Nochmal die 13. Okay, ja. Wird schwierig, nur mit der Hand die Bits zu bedienen. Also haben wir das noch. So, ich gehe jetzt mal ganz stark voraus, weil viele kleine sind, dass das, ja, einzeln verteilt ist mit den Sachen. So sieht das Ganze aus. So, dann können wir das Ganze ja auch mal beschleunigen. Mal gucken, was wir hier so für Aufsätze haben. Ja, also hier ist tatsächlich die Bits und Aufsätze fast alle einzeln. Oh, ein Phasenprüfer. Kann man auch immer mal gebrauchen. Wenn man doch mal eine Lampe anbauen muss. So, Aufsätze, ja, Verlängerung. So, ich vermute mal, dass hier war nur einer drin. Zieht sich jetzt hier so durch. Aber ich muss auf jeden Fall gleich mal gucken. Und noch zwei wieder. Wie teuer der war, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, also kommt jetzt keine große Überraschung tatsächlich bisher. So, geht's weiter. Zack. So, ja, also zieht sich tatsächlich hier so durch. Hier ist wieder mal ein Einzelner drin. Ja, das zieht sich tatsächlich einmal komplett durch. So, hier ist mal was anderes. So, die kleinen haben wir alle weg. Jetzt kommen ein paar größere. Ah, okay. Hier schon mal, wo man die Bits einsortieren kann. Das finde ich praktisch. Oh, eine Mini-Ratsche. Das ist witzig. Die finde ich cool von der Größe. So. Also, nochmal eine Halterung. So, dann kommen wir schon zu den letzten beiden, zur 23. Ah, okay. Flaschenöffner darf, glaube ich, allgemein immer nicht fehlen. Und dann haben wir noch die 24. Eine Zange. Ja, eine kleine. So, hier haben wir nochmal einen Zettel drin. Ich glaube, bei den anderen war keiner. Ich guck nochmal schnell. Okay, ja, nochmal eine Erläuterung, wie man das alles so nutzen kann. Und, ah, okay. Hier sieht man nochmal das Gesamtbild. Das vermute ich mal, wird jetzt nochmal am Rand sein. Ah, okay. Da haben wir nämlich einmal dann den Koffer, wo man alles einsortieren kann. Ja, wäre vielleicht klüger gewesen, wenn ich den zuerst aufgemacht hätte. Also da kann ich jedem nur empfehlen. Oh Gott, der ist aber super verschlossen. So, da kann man dann alles einsortieren. Das finde ich wiederum cool. Auch optisch richtig gut. Ich habe mich nämlich erst gewundert, alle so einzeln, da fliegt alles lose rum, wenn man das über 24 Tage öffnet. Gut, hier hört man gleich. Bei denen hätte ich vielleicht mal achten müssen, welche Tage das waren, ob die auch relativ zeitnah waren, weil ansonsten rennt man mit dem ganzen kleinen Teileprogramm rum.
Ja, so ich lege das gleich nochmal ein bisschen auseinander alles hin, dass man grob gucken kann, beziehungsweise ich sortiere es glaube gleich einfach mal ein und dann ja, hat man eine gute Übersicht, glaube, was da so drin ist. Also so sieht das Ganze jetzt einsortiert aus. Also hier ist noch der Flaschenöffner, der hat keinen festen Platz in dem kleinen Koffer. So, ich nehme mal das kurz zur Seite, dass man das besser sieht. So, da haben wir jetzt die kleine Werkzeugkiste. Geht dann auch irgendwie zu. Ja, mit beiden Händen. Zack und zack. Hier auch nochmal ein bisschen fester zumachen. So, dann ist das ganze Ding geschlossen. So sieht das dann aus. Zum Tragen finde ich tatsächlich irgendwie so ganz cool. Hat irgendwie ein bisschen was. Ja, aber dann kommen wir jetzt mal zum endgültigen Fazit. So, kommen wir zum Fazit. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Tatsächlich gibt es Preise von bis. Also, am besten direkt bei Engelbert und Strauß kaufen. Da kostet der um die 49 paar Zerhackte plus Versandkosten. Lohnt sich aber allemal im Gegensatz zu anderen Preisen. Ich habe da Preise gesehen von 150, 130. Und also das muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja absolut nicht wert. Also alles über 100 ist völlig überteuert. Für 49 finde ich es ein mega cooles Geschenk. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass so einzelne Bits in einzelnen Türchen drin waren. Also da weiß ich nicht, könnte man sich vielleicht noch ein paar andere coole Sachen aussuchen oder ausdenken und da reinpacken. Nichtsdestotrotz unterm Strich, wenn man den für 50 Euro kriegt, finde ich ihn super, kann man gerne verschenken, freut sich bestimmt jeder drüber. Wie gesagt, mehr würde ich aber nicht ausgeben. Und vor allen Dingen, wer einer meiner letzten Videos gesehen hat, da war ja der von Makita dabei, der kostet ein bisschen mehr, war aber deutlich besser ausgestattet, also war ein bisschen runder, würde ich sagen, die ganze Sache. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, für den Preis ja, ansonsten nein. Ja, und dann würde ich mich auch schon verabschieden. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet, ob das gerechtfertigt ist, der Preis. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.